Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einem neuen Video von mir. Bevor ich mit dem Video starte, gibt es am Ende dieses Videos eine kleine Verlosung, also nur als kleine Randinfo für euch. Also wenn ihr mitmachen möchtet, dann bleibt definitiv bis zum Ende dran, denn dann gibt es was richtig Cooles zu gewinnen und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Ich hatte mal vor einiger Zeit einen Kommentar unter meinem Alverde-Video von einer Zuschauerin und die hat mich nämlich gefragt, ob ich eventuell die Produkte von Alterra kenne und ja, da meinte ich natürlich nein, weil ich sie nicht kannte, bin dann direkt zum Rossmann und habe geguckt, um welche Produkte es sich handelt. Und zwar führt Alterra jetzt eine neue Serie für Locken und zwar habe ich hier einmal ein Shampoo, und zwar Curly Wave Shampoo, Bio Macadamia Öl, welliges, lockiges und krauses Haar. Direkt auf der Vorderseite steht drauf, dass es mit Bio-Inhaltsstoffen ist, ohne Alkohol, ohne Sulfate und ohne Silikone. Dieses Alkohol ist mit einem kleinen Sternchen versehen. Auf der Rückseite steht drauf, dass es dass es ohne Ethanolalkohol ist, was richtig gut ist. Es hat 3 Proteine mit drin und es hat Glycerin mit drin. Also es scheint ein richtig gutes Shampoo zu sein. Zumindest von den Inhaltsstoffen scheint es ein Top-Produkt zu sein. Ich bin echt gespannt, wie die Haarwäsche damit ist. Ich meine sogar, dass das Produkt von Alverde Sulfate drin hatte. Das ist hier nicht in diesem Shampoo mit enthalten. Und ja, ich bin echt gespannt, wie die Haarwäsche gleich ist. Also einmal das Shampoo. Dann gibt es noch dazu eine passende Spülung, und zwar die Curly Waves Spülung Bio Macadamia Öl, welliges, lockiges und krauriges Haar. Und auf der Vorderseite steht auch nochmal das gleiche drauf wie auf dem Shampoo. Auf der Rückseite sind auch nochmal Proteine mit enthalten, Glycerin, ganz viele pflanzliche Bestandteile und ich bin echt gespannt. Also ich muss sagen, wirklich, als ich die Produkte entdeckt habe, dachte ich mir so krass, endlich mal wirklich ein cooles Lockenprodukt, Naturkosmetikprodukt. Ich denke mal, das wird viele von euch auch freuen. Ich probiere mich ja eh aus, also ich probiere auch Shampoos und Spülungen und Styling-Produkte aus, die nicht unbedingt immer so gute Inhaltsstoffe wie jetzt gerade dieses Shampoo. Deswegen freut es mich umso mehr. Und zu guter Letzt gab es ein Styling-Produkt und zwar eine Lockencreme, finde ich auch wirklich top. Ich freue mich, dass es eine Lockencreme ist und kein Schaumfestiger. Ich sag mal so, es gibt hier und da gute Schaumfestiger, aber meine Haare neigen eigentlich meistens dazu auszutrocknen beim Schaumfestiger. Und wenn ich eine Lockencreme verwende, dann habe ich das Problem eher nicht so. Deswegen freut es mich umso mehr, dass es eine Lockencreme ist. Und die Inhaltsstoffe sind eigentlich auch dasselbe. Und auch die Lockencreme verzichtet auf Alkohol, Sulfate und Silikone. Auf der Rückseite sind ganz viele Öle mit drin enthalten. Hier ist sogar Karotte drin, Soja ist hier drin. Also ganz ehrlich, Sojasamen scheint ein reines, natürliches Produkt zu sein. Ich freue mich wirklich sehr, die Produkte jetzt auszutesten. Ich würde sagen, ich gehe mir jetzt eben die Haare waschen und dann sehen wir uns direkt wieder. So, die Haare sind jetzt gewaschen und ich muss sagen, ich habe noch nie wirklich, das ist ohne zu übertreiben, so eine schöne Haarwäsche gehabt wie mit den Produkten von Alterra. Also das Shampoo hat sich gar nicht angefühlt wie ein Shampoo. Es hat sich nicht so stark geschäumt. Es hat sich eher angefühlt, als ob ich die Haare mit einer Spülung wasche. Und die Hände haben sich so ein bisschen ölig angefühlt, aber jetzt wirklich nicht unangenehm. Hier sind auch Öle enthalten. Und als ich das Ganze rausgewaschen habe, hat man wirklich nur noch ein schönes, weiches Gefühl gehabt. Und das gleiche hatte ich auch mit der Spülung, wirklich top. Die Haare fühlen sich richtig, richtig schön weich an. Ich glaube, dieses Gefühl habe ich noch nie mit Produkten aus der Lockenbox zum Beispiel. Da sind die Produkte halt immer Curly Safe. Und die Produkte sind auch Curly Safe. Also ich habe mir die Inhaltsstoffe gerade angeguckt. Die sind Curly Safe, die Produkte. Hier sind wirklich nichts, was den Haaren schaden könnte. Ja, und ich freue mich wirklich sehr und vielen Dank nochmal an die Zuschauerin, die mich auf diese Produkte hingewiesen hat. Und ja, die Haare sind wie gesagt gewaschen. Sie fühlen sich richtig gut an. Ich werde sie mir jetzt mit der Lockencreme stylen, aber ich werde mir noch ein Leave-In drauf sprühen. Soll ich es lassen? Soll ich einfach die Curly Cream nehmen? Weil die Inhaltsstoffe sind ja auch wirklich richtig gut. Obwohl hier ist ein Alkohol enthalten, das sehe ich gerade. Ansonsten scheint es gut zu sein. Wisst ihr was? Ich werde mir trotzdem die Haare nochmal mit dem Leave-In einsprühen, vorsichtshalber. Weil, weiß ich nicht, ich habe mich einfach daran gewöhnt, dass die Haare einfach ein Leave-In brauchen. Und ja. So, ich werde mir die Haare jetzt so zusammennehmen. Ich möchte das jetzt mal ein bisschen anders machen. So. Und dann klippe ich mir die Haare zusammen. Einmal so. Und dann fange ich auch schon an, das Produkt zu verwenden. Bin mal gespannt, wie die Konsistenz ist. Oh, es riecht wirklich sehr, sehr gut. Wow, es ist eine sehr schöne Konsistenz. Sehr schön weich.
Na, sieht man das? Also wirklich sehr, sehr schön geschmeidig, sehr weich. Es klebt ein bisschen, aber nur ein kleines bisschen. Dann schmiere ich mir das auf meine unteren Längen. Die Haare sind auch noch richtig gut feucht. Und ich werde mir die Haare einfach gleich ein bisschen kneten. Ich werde keine Bürste dazu verwenden. So, das Produkt ist jetzt gleichmäßig in den Haaren verteilt. Ich habe mir einfach so eine Haselnussgröße genommen und habe das Produkt dann quasi in den Längen und in den unteren Spitzen verteilt und habe anschließend einfach nur geknetet. Also ich wollte jetzt bewusst keine Bürste dazu nehmen, sondern ich möchte mir gerne angucken, wie das Produkt sich jetzt so in den Haaren macht und wie die Haare sich gleich locken werden. Und ja, also die Haare sind wirklich gut schön lockig geworden. Also ich habe auch das Gefühl, dass ich kaum Frizz in den Haaren habe. Und ja, ich bin mal gespannt, wie die Haare gleich im Endergebnis aussehen werden. Ich mache mich jetzt ans Föhn ran und dann sehen wir uns am Ende wieder. Und vergiss nicht, am Ende kommt das Gewinnspiel. Und somit sind wir auch schon am Ende des Videos mit dem Endergebnis. Also ich muss sagen, ich bin wirklich sehr zufrieden mit den Produkten von Alterra. Hätte ich so nicht gedacht. Wie man sehen kann, die Haare locken sich sehr schön. Ich habe kaum Frizz in den Haaren. Die Haare liegen wirklich sehr, sehr gut, sind sehr schön definiert. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sich eventuell so einen schmierigen Film auf den Haaren bildet. Aufgrund dessen, dass hier ein paar sehr viele Öle enthalten sind. Ist aber überhaupt nicht der Fall. Ich habe das Gefühl, die Haare sind sehr schön gepflegt, sehr weich. Und deswegen kommen wir nämlich auch zum Gewinnspiel. Und zwar habe ich mir überlegt, die Produkte an euch zu verlosen. Vielleicht hat auch einer von euch Freude mit den Produkten. Ich muss sagen, ich bin schon am Nuscheln. Ich bin sehr zufrieden mit den Produkten gewesen, dass ich mir dachte, ich muss sie an euch verlosen. Und damit es nicht nur einen Gewinner gibt, gibt es auch noch einen zweiten Gewinner oder Gewinnerin. Und zwar habe ich die Produkte von Taft nochmal für mich entdeckt mit einem neuen Design. Eigentlich habe ich mir die Produkte gekauft, weil ich sie auf meinem Kanal erstmal testen wollte, bevor ich sie jetzt verlose. Aber das kann ja jetzt einer von euch tun. Ihr könnt ja Vorarbeit leisten. Und alles, was ihr für das Gewinnspiel machen müsst, ein Abonnent meines Kanals sein, einen Daumen nach oben und eine Frage zu beantworten, denn das ist wirklich sehr wichtig. Und zwar würde mich interessieren, auf welches Video du zuerst auf meinem Kanal gestoßen bist. Das würde mich echt interessieren. Also, was war das erste Video, was du von mir geguckt hast? Schreib es in die Kommentare. Im nächsten Video, also das Gewinnspiel wird es jetzt eine Woche geben. Im nächsten Video werde ich den Gewinner oder die Gewinnerin preisgeben. Und vielleicht hast auch du mit ein bisschen Glück gewonnen. Also schaut auf jeden Fall nächste Woche vorbei. Und alle weiteren Informationen, ich denke mal, ich schreibe das nochmal in der Infobox, was Teilnahmebedingungen sind und so weiter und so fort. Deswegen schaut da auf jeden Fall vorbei, das ist wichtig. Und somit bedanke ich mich fürs Zusehen. Ja, wenn ihr mögt, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis bald.